Bauen mit Holz liegt im Trend. Seit einigen Jahren erlebt der Baustoff einen Boom. Experten sagen, bis 2050 könnte der Holzanteil an der gesamten Baumasse bei 50% liegen. In England entsteht bereits ein Fußballstadion ganz aus Holz. Das Ganze ist keine Modeerscheinung, denn es gibt einen ernsten Hintergrund. Wir müssen CO2 sparen. Und wenn wir es mit diesen Klimazielen ernst meinen. Und das macht ein Zimmermeister aus Rheinland-Pfalz vor. Er hat für sein nachhaltiges Arbeiten jetzt einen bundesweiten Preis bekommen. Ich bin der Marvin Fuchs, 25 Jahre alt, Zimmerermeister und Restaurator im Zimmererhandwerk. Weil man sieht abends, was man geschafft hat. Das ist halt immer der Vorteil im Handwerk. Hier bei Marvin Fuchs und seinen Kollegen wird mit Holz gebaut. Keine Chance für Klassiker wie Zement oder Kunststoffe. Der große ökologische Vorteil von einem Holzbau ist einfach, dass es immer wieder nachwächst. Und es gibt einen schönen Vergleich dazu, dass es sagt, alle 60 Sekunden wächst ein Stockwerk aus Holz nach. Ein weiterer Vorteil: Wer mit Holz baut, verzichtet auf Zement. Das macht sich in der Klimabilanz bemerkbar. Denn die Zementproduktion ist für 8% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und sogar beim Dämmen von Gebäuden setzt die Baubranche immer mehr auf den nachwachsenden Rohstoff Holz. Wir flocken die Wände mit Holzfasern ein. Da wird oft gerade im Dämmungsbereich noch mit künstlichen Substanzen wie EPS oder Styropor gearbeitet, Mineralwolle. Alles wieder Sachen, die man jetzt gerade sieht aus ehemaligen Sanierungen, die wieder als Sondermüll entsorgt werden müssen. Aber auch beim Holz ist noch Luft nach oben. Denn bisher werden 90% des verbauten Holzes später mal verbrannt, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Das soll sich ändern. Das Land Rheinland-Pfalz lässt derzeit untersuchen. Ziel: Verbautes Holz soll nicht mehr verbrannt werden. So soll noch mehr CO2 eingespart werden. Und dann haben Handwerker auch immer noch mit klassischen Vorstellungen zu kämpfen. Oft kommt dann so ein Vorschlag von wegen, wir können eine Aufdachdämmung machen aus Styropor, also aus EPS. Und dann muss man halt da irgendwo versuchen, so ein bisschen den ökologischen Punkt reinzubringen und zu sagen, naja, es geht aber auch mit Holz. Und das geht auch erfolgreich. Für ihre Arbeit wurde die Zimmerei Fuchs jetzt mit der Dachkrone ausgezeichnet, einem bundesweiten Handwerkerpreis. Das nachhaltige Konzept macht Schule. Holz erlebt eine Renaissance.